Herzlich willkommen bei den versteckten Schätzen der Stadt Aschaffenburg. Wir besuchen die Schatzkammern der Stadt und sind heute im Stiftsmuseum. Und bei mir steht der Direktor der Museen der Stadt Aschaffenburg, das ist der Dr. Thomas Schaute. Wir wollen bei unseren Filmen immer ein paar besondere Schätze rauspicken in den jeweiligen Schatzkammern. Jetzt kann man vom Stiftsmuseum ja von gleich mehreren Schatzkammern sprechen. Geben Sie doch mal einen kleinen Überblick darüber, was der Besucher hier so erwartet. Tja, ein Stift ist seit dem Mittelalter eine Gemeinschaft von Geistlichen, die dafür zuständig war, das alles hier sozusagen spirituell am Laufen zu halten. Und das waren hier die Versammlungs- und Funktionsräume dieser Stiftskirche. Und was sich im Verlauf der letzten 1000 Jahre in der Kirche, um die Kirche, teilweise auch in der Region an Kunstwerken angesammelt hat, und das ist nicht wenig, wie Sie sehen, das versammeln wir hier im Stiftsmuseum. Innerhalb der letzten 1000 Jahre, haben Sie gerade gesagt, von welchen Epochen sprechen wir da? Das geht vom Hochmittelalter übers Spätmittelalter, Renaissance, Manierismus, Barock bis ins 19. Jahrhundert. Einer der Schätze hier im Stiftsmuseum ist der Stiftsschatz. Da gab es vor einigen Jahren eine besondere Ausstellung darüber. Pracht und Glaube. Und aus dieser Ausstellung ist vieles eben hier in die Dauerausstellung übernommen worden, sodass wir jetzt auch in der Lage sind, die Dinge in ihrer Funktionalität zu erklären. Das sind ja heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr, dass dieses Wissen noch vorhanden ist. Und da sind wir mit dem Museum wirklich einen guten Schritt weitergekommen. Die Ausstellung ist jetzt schon ein paar Jahre vorüber, doch wir haben ja Sie heute als besonderen Gastgeber. Können Sie uns eine Sonderführung geben? Gerne. Das sind ja wirklich zwei besondere Exponate, sehr beeindruckte, wie wir sehen. Wen stellen denn die Büsten hier dar, Herr Dr. Schaumatter? Das ist der heilige Petrus und da drüben sehen wir den heiligen Alexander, also die beiden Patrone unserer Stiftskirche. Wurden die von einem selben Künstler gefertigt? Nein, da liegen ein paar Jahrzehnte dazwischen. Hier wissen wir es ganz genau. Ein Frankfurter Goldschmied, Hans Dirmstein, hat das 1473 vollendet. Also hier wissen wir es ungewöhnlich genau, weil die meisten Kunstwerke dieser Zeit anonym geschaffen wurden. Und aus welchem Material bestehen die? Ich vermute mal nicht aus purem Gold, oder? Nicht ganz. Das ist Silber, ist eine getriebene Silberarbeit, die komplett vergoldet worden ist und dann, wie Sie sehen, auch noch mit Halbedelsteinen besetzt. Nochmal kurz zu dem Becher hier. Was hat mit dem auf sich? Der Becher ist ein Kelch und den brauchen Sie natürlich nicht nur im katholischen, sondern auch im evangelischen Gottesdienst, um das Abendmahl zu vollziehen. Meistens sind diese Dinge von Gläubigen, von Frommen, auch von Mitgliedern des Stiftskapitels gestiftet worden, weil die teilweise sehr vermögend waren. Und so hat sich das auch alles hier angesammelt, nämlich hauptsächlich durch Stiftungen. Wir haben ja anfangs schon über mehrere Epochen gesprochen, die man in dem Stiftsmuseum in einer Zeitreise durchwandern kann. Welche Epoche befinden wir uns hier? Wir sind jetzt im Spätmittelalter. Und das Spätmittelalter ist gerade im nordeuropäischen Raum eine Epoche, die eine unglaubliche Menge von Kunst, auch von Architektur in einer wirklich teilweise atemberaubenden Qualität hervorgebracht hat. Und weil wir es ja mit Geheimnissen auf unserem kleinen Rundgang zu tun haben. Es gibt hier ein echtes Geheimnis, weil wir es selber noch nicht wissen. Okay. Wir wissen nämlich nicht, welche Reliquie sich in dieser Büste des heiligen Petrus befindet. Da drüben beim Alexander, da wissen wir es. Aber hier wissen wir es nicht. Das heißt, wir werden den demnächst mal aufmachen, ganz vorsichtig, in Anwesenheit von Restauratoren. Und dann schauen wir mal, was da eigentlich drin ist. Und wir werden das auch nicht geheim halten. Vermuten Sie schon irgendwas, oder? Naja, es wird wahrscheinlich eine winzige Partikel vom Körper des heiligen Petrus sein. Die Größe macht es auch gar nicht, sondern einfach die Präsenz. Der Heilige ist damit nach katholischem Verständnis ja sozusagen fast real präsent. Und deswegen versucht man eben auch durch diese lebensgroßen Büsten diese Präsenz des Heiligen ja bildlich darzustellen. Also auch in Zukunft gibt es noch weitaus mehr zu entdecken hier im Stiftsmuseum. Da können Sie sich drauf verlassen. Wo machen wir jetzt weiter? Jetzt gehen wir vom Spätmittelalter in die nächstfolgende Epoche, zu Albrecht von Brandenburg in die Renaissance. Wir stehen hier jetzt im Stiftsmuseum vor einem nächsten, auch von seiner Größe her beeindruckenden Schatz.
dem Magdalenenaltar. Der war nicht immer so vollständig, wie er gerade hier zu sehen ist, habe ich gehört. Nein, so wie Sie ihn hier sehen, ist er erst seit ein paar Jahren zu sehen. Im Zuge der Ausstellung 2007 zu Kardinal Albrecht von Brandenburg hat sich herausgestellt, dass alle Teile noch vorhanden sind und dass es eigentlich gar nicht so schwierig war, die jetzt hier am originalen Ort, zumindest ab 1541, wieder zusammenzuführen. Und wo waren die verstreut und wie kam es dazu? In der Stiftskirche waren die und der Rest war im Depot der Bayerischen Staatsgemäldesammlung in München. Welcher Künstler ist dafür verantwortlich? Lukas Cranach oder besser gesagt seine Werkstatt. Bei Cranach weiß man nie so ganz genau, Okay. Wie weit etwas eigenhändig ist oder wann das eben seinen Mitarbeitern überlassen hat. Aber der Altar ist auch deswegen wichtig, weil wir hier einfach eine Ahnung davon bekommen, wie bedeutungsvoll Aschaffenburg eben damals war. Albrecht von Brandenburg ist Kurfürsterzbischof von Mainz. Und damit ist er der zweite Mann im Staate, hinter dem Kaiser. Das muss man sich einfach mal klar machen. Also wir sprechen vom Staat, vom Heiligen Römischen Reich. Vom Heiligen Römischen Reich. Und das ist ja nicht aus Versehen das Heilige Römische Reich, weil der zweite Mann im Staate ist eben ein Geistlicher. Nicht? Also die Alltagsbereiche, das profane Leben und das geistliche Leben durchdringen sich einfach vollständig. Und das ist auch eine der wichtigen Aussagen dieses Museums hier insgesamt. Und dieser Altar ist einer der größten Gemäldeaufträge, den die deutsche Kunstgeschichte kennt. Albrecht von Brandenburg schmückt damit seine Hallenser Stiftskirche aus. Er war ja auch Erzbischof von Magdeburg und bestellt knapp 150 Tafeln für insgesamt 16 Klappaltäre, also die man auf- und zumachen konnte. Und ja, und einer der größten und schönsten hat sich Gott sei Dank erhalten und ist jetzt hier in Aschaffenburg zu sehen. Albrecht von Brandenburg stand ja seit 1517 unter Druck, weil die Reformation sich allmählich ausbreitete. Und Albrechts Strategie war tatsächlich, beim alten Glauben zu bleiben, aber zu reformieren und natürlich auch mit einer gewissen Überwältigungsästhetik zu arbeiten. Das heißt, an besonderen Feiertagen, also wenn dieser Altar aufgeklappt wurde, dann gab es hier richtig was zu sehen. 1541 musste er Halle verlassen, weil die Reformation Einzug gehalten hat. Und er durfte seine Kunstschätze mitnehmen. Die waren zunächst wahrscheinlich hier in Aschaffenburg in der Beginenkirche und sind dann in späterer Zeit in die Stiftskirche gekommen. Das war einer der Hauptaltäre damals in der Stiftskirche. Sie sehen ja auch, der ist wunderbar erhalten, frisch restauriert. Und man merkt auch ein bisschen, warum die Cranach-Werkstatt so berühmt war. Weil sie einfach diese Detailfülle hatte, diese Detailverliebtheit, aber auch diese totale Buntheit, dieses Wimmelnde auf den Bildern. Also man kann da ja stundenlang davor stehen und entdeckt immer noch was. Ja, zum Beispiel hier einen Drachen. Ja, der gehört einfach zu dieser Heiligen dazu. Hier drüben haben wir Albrechts Lieblingsheilige, nämlich die heilige Magdalena, die angeblich vor ihrer Bekehrung eine Prostituierte gewesen sein soll. Weshalb die Maler das immer zum Anlass genommen haben, sie also besonders prunkvollen Gewändern darzustellen. Und sie war später am Grab Christi und deswegen hat sie dieses Salbgefäß in der Hand, weil sie den Leichnam Christi damit eingesalbt hat.